Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt endlich mal wieder aus der Halle. Die letzten Wochen waren wir ja viel unterwegs. Erst in Berlin, dann am Wörthersee. Zwischendurch haben wir noch das Label gedroppt und jetzt geht's endlich wieder weiter an den Projekten. Es ist ein bisschen frisch heute. Wir haben das erste Mal im Jahr die Heizung wieder anmachen müssen. Jetzt geht's. Christian wieder im T-Shirt unterwegs. Das ist mutig. Also ich finde es noch nicht ganz so warm, aber es ist okay. Man kann arbeiten und das ist auch gut so, denn wir wollen dieses Wochenende den E36 komplett wieder fertig zusammenbauen, sodass wir dann uns nur noch um Feinheiten wie Felgen und eventuell sogar Fahrwerk kümmern müssen. Wir werden sehen. Jetzt ist erstmal wichtig, dass diese Baustelle hier mit den ganzen Kleinteilen, die noch überall hier verteilt sind, wieder zusammengebaut wird. Und dafür müssen wir zuerst alles fertig schleifen und polieren. Wir hatten ja mal angefangen mit den Seitenteilen, geschliffen, nass, schön fein und dann nochmal aufpoliert, sodass es wirklich alles komplett glatt ist. Und das machen wir jetzt mit dem restlichen Auto, beziehungsweise macht Chris das mit dem restlichen Auto, während ich mich um die Innenausstattung kümmere. Wie man in einem der letzten Videos gesehen hat, haben wir uns diese Innenausstattung hier ergattert. Leder für den E36. Jedoch wollen wir die natürlich aufbereiten. Außerdem haben wir hier auch kleine Schäden, die irgendwie noch einigermaßen beseitigt werden sollten. Dafür habe ich mir was gekauft. Ich würde sagen, wir packen es jetzt mal aus und schauen uns an, mit was wir dieses Wochenende arbeiten werden. Wir haben hier ein komplettes Lederpflege- und Reparaturset bestellt. Ich würde sagen, ich sortiere das jetzt mal ein bisschen und dann fangen wir mit dem ersten Schritt an. Erstmal reinigen, das ist auf jeden Fall notwendig. Dann versuchen wir die Farbe generell aufzufrischen und bei den Schäden da vorne quasi besonders gut drüber zu gehen. Da haben wir sogar hier noch einen kleinen Reparaturschwamm, um das davor ein bisschen zu glätten. Und danach, wenn das alles trocken ist, können wir es noch versiegeln. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit der Lederreinigung mild. Let's go! Der erste Sitz ist jetzt mal nur gereinigt, das heißt also nichts drauf und der wirkt schon wieder viel, viel hochwertiger. Man sieht es auf der Kamera nicht ganz so gut, aber wirkt schon wieder echt schick. Hier ist jetzt quasi der zweite Sitz für vorne. Jules hat sich den mal angenommen, reinigt hier jetzt fleißig diesen Sitz, während ich mir jetzt anschaue, wie ich hier mit dem Einfärben bzw. dem Lederauffrischen vorgehe. Muss mir vielleicht nochmal die Anleitung durchlesen, aber dann denke ich, werden wir hier geile Ergebnisse erzielen. Vor allem, weil die Sitze ja noch in einem relativ guten Zustand sind, bis auf die Beschädigung. Da müssen wir dann separat nochmal ran. Aber ja, ich bin mega gehypt und gespannt, wie es wird. Ich hatte euch auf dem Laufenden. Jetzt gibt es erstmal Lederfresh. Gut schütteln steht drauf. Wir haben jetzt natürlich Farbe schwarz gewählt. Ist ready? So, top oder flop? Ich glaube, kreisende Bewegungen. Mache ich jetzt, ich vermute es jetzt einfach mal. Kreisen ist immer gut, oder? Das machen wir jetzt bestimmt zweimal. Aber lasst uns dazwischen natürlich ein bisschen einziehen. Ich hätte vielleicht Handschuhe anziehen sollen. Sind dabei sogar? Ja. Scheiße. Einer. Zu gütig. Und vor allem die Guten. Die Guten, Alter. Was ist da die Guten, Alter? Ist immer gut, wenn man nicht weiß, was man macht, sondern erstmal draufhauen. Es gibt bestimmt eine Anleitung. Aber wer hat schon Zeit, Anleitungen zu lesen? Weißt du, in der Zeit, wo ich eine Anleitung lese, habe ich den ersten Sitz schon fertig. Mit Kamera sieht man es gut, wie schwarz. Ja, also ich sehe es hier auch einigermaßen schon, dass es dunkler wird. Also ich würde sagen, Chris, wir machen jetzt mal den Einsitz fertig. Dann zeigen wir den Unterschied von dem hier zu dem noch nicht eingefärbten, oder? Alles klar. Alles klar. Ich habe jetzt bereits zwei Schichten Ledereinfärbung, was auch immer das ist, hier auf dem Sitz drauf. Parallel dazu hat Chris auch hier bei der Haube schon angefangen zu schleifen und zu polieren. Ich zeige euch mal ganz kurz den Unterschied. Hier ist geschliffen und poliert und hier noch nicht. Also auf der Kamera fällt es nicht ganz so arg auf, aber man sieht schon krass, wie das hier schön glatt wird. Außerdem hatten wir ja mal festgestellt, nach dem Schleifen und Polieren verändert sich die Farbe minimal. Es wird einen ganz kleinen Tick heller. Das ist auch der Grund, warum wir einfach die ganze Karre jetzt machen und nicht nur die Stellen, wo wir zum Beispiel die Läufer hatten. Aber ich denke, wenn alles dann so glatt wird, sind wir mehr als zufrieden. Genauso zufrieden werden wir wahrscheinlich auch mit der Innenausstattung sein. Dann schaut euch das mal an. Das ist jetzt wirklich nur zweimal mit dem schwarzen Zeug hier drauf. Ist jetzt schon eingezogen und richtig schön schwarz wieder geworden. Zum Vergleich, hier der Sitz, der bis jetzt nur gereinigt wurde von der Jules, ist schon ein krasser Unterschied eigentlich. Hier kommt jetzt noch, wenn das dann richtig durchgetrocknet ist, noch eine Lederpflege plus Lederversiegelung drauf. Da warte ich jetzt noch ein bisschen und mache in der Zwischenzeit hier mal den schwarzen Schmodder drauf und lasse dann alles gut trocknen. Rückbank haben wir auch noch. Also es ist auf jeden Fall genug Arbeit, auch beim Schleifen und Polieren. Wir halten uns ran, denn wir wollen ordentlich was reißen das Wochenende. Jetzt wollte ich hier bei dem Fahrersitz gerade anfangen einzuschwärzen, ist mir aufgefallen, wir haben hier diese Beschädigungen. Vielleicht sieht man es auf der Kamera. Einerseits hier ein bisschen rau, aber vor allem diese Risse hier. Und die spürt man auch. Da gehen auch so ein paar Fäden ab und so.
Da habe ich diesen Schwamm mit dazu bekommen und das soll man jetzt anscheinend hier vorsichtig glatt schleifen. Wird dann wahrscheinlich übel aussehen, aber da kommt ja dann nochmal die schwarze Farbe drüber und dann sollte man das alles hier nicht mehr sehen und auch die Risse hier sollten dann verschwunden sein. Ich versuche das jetzt mal hier ganz vorsichtig anzuschleifen. Fühlt sich richtig falsch an, das hier zu machen, aber... Also wenn jetzt das schwarze Zeug nicht funktioniert, dann haben wir eh verloren, weil jetzt sieht es richtig übel aus. Aber... Es muss halt sein, ne? Na, lang mal drüber, Chris. Was meinst du? Bisschen noch und dann ist gut, denke ich. Da steht Entstauben davor. Gut. Die Spucke vielleicht noch wegmachen. Wichtig ist noch so ein Reiniger dabei. Zur Entfettung fettiger Verschmutzungen. Sicher ist sicher. Ja, guck mal, geht schon weg. Schön wäre es, Mann, wenn es so einfach ginge. Jetzt die Spannung steigt, Freunde. Schön eintupfen auch, dass es dick drauf ist. Und das scheint auch was zu bringen. Ich würde sagen, ich mache den restlichen Sitz zweimal und dann schauen wir es uns gleich an. Innenausstattung ist jetzt endlich fertig. Also wenn ihr das selber machen wollt, plant euch mal ein paar Stunden ein, bis wirklich alles durch ist, jeder Schritt durchgemacht ist. Dauert es doch ein bisschen. Wir sind jetzt, wie ich schon erwähnt habe, zweimal mit der schwarzen Farbe der Ledereinfärbung drüber gegangen. Danach habe ich es gut trocknen lassen und habe dann auch direkt die Lederpflege drauf gemacht, die mit im Set ist. Und das hat nochmal richtig was rausgeholt. Jetzt wirkt es richtig, ja, es wirkt weich und es fühlt sich auch weich an. Es sieht auch so aus. Und ich zeige euch mal ganz kurz das Ergebnis bis jetzt. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Rückenlehne. Ist es auch schon so, dass man es anfassen kann, aber richtig schön schwarz. Hier ist ein bisschen dunkler, aber man sieht es, glaube ich, gut. Auch die Sitze stehen da. Da ist jetzt ein bisschen dunkel. Wir schauen sie uns nachher an, wenn wir sie einbauen. Noch dazu gibt es eine Lederversiegelung. Mit der warte ich aber noch ein bisschen kurz, bevor wir sie einbauen. Einfach, weil ich dem Zeug immer ein bisschen Zeit geben will, dass es auch richtig schön ins Leder einziehen kann. In der Zwischenzeit habe ich ja hier genug zu tun, denn diese hässliche Stoffoper-Innenausstattung muss jetzt raus, kompletti. Wenn dann alles draußen ist, können wir diesen Teppich, den natürlich nicht ausbauen wollen, aber ohne Sitze easy komplett reinigen. Dafür haben wir dann wieder unseren Tornado da. Danke an Jonas fürs Ausleihen an dieser Stelle. Ich würde sagen, ich hau das alte Zeug jetzt mal raus, machen mal alles sauber und dann bauen wir endlich unsere neue Innenausstattung ein. So, die Karre ist komplett leergeräumt jetzt. Innenausstattung ist draußen. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen durchgesaugt, sah ganz schön übel aus darunter. Was man auch gesehen hat, ist, dass mir wahrscheinlich mal ein Kaffee darunter gelaufen ist. Ziemlich eklig. Vielleicht, wenn du das Licht anmachst, dann sieht man das. Hier, das ist, das kam mal irgendwann wahrscheinlich von hier. Und ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, wie ich morgens mal in die Arbeit gefahren bin. Und man hat ja in diesem Wagen keinen fucking Getränkehalter. Und ihr könnt euch vorstellen, ich so mit meinem Kaffee da noch irgendwo das Lenkrad gehalten und dann ist er halt mal rumgekippt und... Ja, ich habe es verdrängt, jetzt muss ich mich damit rumschlagen. Wir wollten aber eh den ganzen Teppich komplett reinigen. Dafür haben wir hier wieder unser Lieblingstool, welches wir uns vor Ewigkeiten schon mal kaufen wollten. Und wir leihen es uns immer noch vom Kollegen aus. Und zwar reden wir hier von einem Tornador. Das Ding ist echt richtig geil. Füllen wir jetzt hier ein bisschen von der Flüssigkeit noch rein und schließen das an der Druckluft an. Und dann gehe ich einmal komplett drin durch, bevor wir die Sitze einbauen. Außerdem bauen wir den Himmel noch ein, bevor wir die Sitze einbauen. Haben wir schön viel Platz. Dann steigen wir wieder auf den frisch gereinigten Teppich, ne? Machen wir mit Socken dann. Dann sind die Socken nass.
Oh, das ist ein Struggle heute. Wir werden eine Lösung finden. Jetzt erstmal Teppich reinigen mit unserem lieblingsgeliehenen Tornador. Oh man, das wird jetzt wieder eklig. Kommt dir der ganze Scheiß ins Gesicht. Da kommt dir mal der ganze Mist genau so richtig schön in your face. Ein bisschen mehr Saft noch. Oh ja, da geht was. Da geht was. Trash. Also der Teppich sieht schon wieder einigermaßen ansehnlich aus. Kann man auf jeden Fall so lassen. Ist jetzt ein bisschen nass, das heißt, ja, muss auf jeden Fall noch ein bisschen trocknen. Was aber noch nicht so schön ist, ist all das hier. Man sieht es, der Staub der letzten Monate, der Schmodder der letzten Jahre. Dieser Wagen hier hat gelebt, man sieht es ihm an. Und wir wollen das jetzt ändern, denn man kann mit diesem Tornador-Tool natürlich auch die Armaturen machen. Dafür nehme ich mir jetzt hier noch ein Mikrofasertuch, gehe erst mit dem Gerät hier einmal drüber. Wir stellen ein bisschen mehr Wasser ein. Und jetzt als Beispiel. So. Ist halt jetzt sehr nass, ne? Aber durch den Druck nimmst du wirklich den ganzen Schmutz aus jeder Rille raus. Und du musst dann einmal noch drüber wischen. Und das Ding ist sauber. Bis in die letzte Ritze. Kann man mit Chris auch mal wieder machen, ne? Nix, nix, nix. Was treiben Sie dann so hier? Nix, ich spiele. Du spielst? Ja. Mit meinem neuen Lack? Ja. Du darfst das, du hast ihn noch gemacht. Wie ich sehe, sieht er hier noch kleine Stellen, die er davor noch ein bisschen gröber abschleift, dass es glatt wird, wenn er dann später komplett nass drüber geht. Und am Polieren ist, sieht man das natürlich nicht mehr. Wenn der ganze Karren dann so geschliffen und poliert ist, kann man behaupten, das ist die beste Lackierung, die wir bis jetzt hier in der Halle gemacht haben. Und da bin ich natürlich sehr froh drüber, denn wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben. Auch Chris, sein kritischer Blick, wird vielleicht den ein oder anderen Grinser irgendwann kriegen, wenn der hier fertig ist, weil es ist wirklich richtig gut geworden. Das sage ich nicht, weil es mein Auto ist, das sage ich wirklich, weil ich sehr stolz bin, dass wir das hier in der Halle rocken konnten. Und auch wenn Chris das nicht zugibt, ich glaube, ein bisschen zufrieden ist er schon damit. Im Dunkeln. Hier ist doch nicht dunkel, Mann. Nimm's doch mal an. Nimm doch mal ein Kompliment an. Nee. Kennt ihr so Leute? Lieber stark unterschätzt als nur ein zu großes Maul. Das ist Chris sein Motto und ja, ist okay. Kann man so machen. Gehst du sicher nicht falsch durchs Leben. Hey, Kollege, sag doch was. Also, wie ihr seht, der große Moment ist gekommen. Wir können endlich unseren schwarzen Himmel reinhängen. Chris, du musst einmal drehen. Du hast vorne. Ah ne, ich hab vorne. Und jetzt so. Fuck. Ja, komm, schieb mal durch. Oh ja, jetzt. Soll ich jetzt mal an einer Seite reinhängen? Hä? Sind wir zu weit vorne? Hi, kommst du zu mir? Hallo. Oh ja, jetzt. Ich hab. Das war bestimmt nichts Wichtiges. Ich riech nach Pipi, Alter. Ich riech nach Pipi. Ich hab eine Tornado hier durchgemacht, deswegen. Wieso war das beim Audi nicht so einfach? Hier noch einer. Ja, ich hab den nicht gefunden. Hier. Doch, da. Nee, der. Aua. Jetzt hol ich mal die Griffe, unsere neuen schwarzen, schraub ich hier rein, dann hebt der Himmel. Wo haben wir die? Du hast doch alles in einer Kiste. Ja, ich hab die. Das ist schon mal der erste Fehler, dass ich die weggeräumt hab. Alles in einer Kiste. Ja. Alles in einer Kiste, aber die Kiste ist weg. Haben wir die ins Räumchen gestellt? Hier ist sie nett. Was? Ich hab richtig geguckt. Links, rechts, vorne, hinten, die ist da nicht. Ich weiß nicht, wo die Griffe sind. Der große Kater auf dem Boden. Ich hab sie, Chris! Hat doch gesagt, die sind im Räumchen, Mann. Mensch, Chris, Mann, was legst du so da rein? Schau mal, mit Schrauben sogar. Gott, ey, wie spät ist jetzt? Schon wieder Mitternacht, ey. Merkt man gar nicht, oder? Wir müssen noch Wäsche aufhängen. Was? Ja. Bruder muss groß. Bruder muss groß. Jetzt habe ich dreckige Hände. Gib mal einen hier rüber. Oder machst du das gerade? Jetzt aber. Tut dir nicht weh. Woo! Alter, ganz ehrlich. War jetzt mega easy. Hättest du die Griffe gleich gefunden, wären wir schon längst fertig. Der Himmel ist drin. Deswegen können wir jetzt eigentlich Feierabend machen für heute. Morgen ist der Plan, die Innenausstattung da hinten noch zu versiegeln und die dann auch hier einzubauen, dass wir dann die Türen zumachen können. Davor natürlich auch die Türdichtungen reinhängen, Fenster hoch und dann kommt da auch nichts mehr ran an diesen neuen sauberen Innenraum. Ja, was müssen wir? Wäsche müssen wir noch aufhängen. Fuck. Hä? Schon sauber gesagt? Wie sauber? Sauberer Innenraum? Oh fuck, das wollte ich nochmal. Kann ich ja durchwischen. Keine Kritik, war nur eine Aussage.
Das klingt wie, ich bin nicht sauer, nur enttäuscht. Also Chris ist nicht ganz zufrieden mit der Sauberkeit da drin. Ich werde nochmal den Lumpen schwingen morgen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal Feierabend für heute und wir sehen uns morgen in aller Frische wieder. Regnerisch, kalt, windig. Das perfekte Wetter, um hier am E36 weiterzumachen. Leider ist es hier in der Halle auch nicht wirklich viel wärmer und uns ist heute unsere Heizung kaputt gegangen. Deswegen heute leider ohne Heizung. Ich suche eine Alternative für den Winter. Ich hoffe, ich finde was, denn ja, schon bald könnten wir die hier regelmäßig wieder gebrauchen. Aber da kümmere ich mich jetzt erst in den nächsten Wochen drum. Heute möchte ich erstmal die Innenausstattung wieder einbauen. Chris kommt aus so ungefähr einer Stunde oder zwei. Deswegen fange ich jetzt schon mal ganz entspannt an und baue hier die ersten Sitze rein. Es ist geschafft, die Ausstattung ist jetzt komplett drin und jetzt schaut euch mal an, was so ein bisschen Leder in diesem Wagen schon ausmacht. Hier haben wir jetzt unsere frisch aufbereiteten Ledersitze vorne und hinten mit dem schwarzen Himmel. Ein dermaßen geiler Look. Natürlich fehlen noch die Türverkleidungen, die verbauen wir auch gleich noch. Dazu dann noch dieses schöne Wildlederlenkrad hier, kennt ihr ja schon, das im Gesamtlook dann wirklich ein richtig schönes Bild macht hier drin. Hock dich mal nein, komm. Fühlt sich gleich viel hochwertiger an, ne? Ein bisschen Leder? Also ein bisschen Leder, ein bisschen Pflege und man rutscht nicht rum oder so. Weil ich habe schon mal Lederpflege drauf gemacht bei einem alten Auto von meinem Bruder und das ich drauf gesetzt und es war so hingesetzt. Jo, das haben wir hier nicht. Es fehlt nur noch Schaltknopf. Schaltknopf noch? Schaltschiff? Nein, nicht so. Vielleicht habt ihr irgendwie Vorschläge für einen schönen Schaltknopf, weil der hier, das geht natürlich gar nicht. Da wollen wir noch was Schönes dran machen und ansonsten, ja, Lenkrad super, Sitze super. Himmel super. Himmel ist der absolute Wahnsinn. Es ist halt leider so schwer, das mit der Kamera zu zeigen, aber man hat ja gesehen, wo er noch ausgebaut war. Ja, hol mal dein Licht raus, komm. Und viele haben auch gefragt, ob der noch weich ist. Chris, fass mal an. Was meinst du? Ja. Ist schon noch weich, ne? Also er ist nicht... Ein Ticken rauer, aber... Ein bisschen nicht. Rauer, aber man spürt auf jeden Fall noch den Stoff. Machen wir jetzt noch? Verkleidung, ne? Außen. Folieren. Heute wird nämlich noch foliert. Ihr denkt euch jetzt, was wollt ihr denn in diesem Auto hier noch folieren? Wir haben sie doch gerade erst komplett lackiert, die Karre. Ist auch richtig, jedoch haben wir uns entschlossen, Kleinteile, so wie das hier zum Beispiel, dieses Mal zu folieren. Denn man sieht zum Beispiel hier, wer jetzt dieses Teil montiert und wäre kein Problem, das hier wieder schön schwarz zu lackieren, denn ja, das wäre natürlich doof, die jetzt so schäbig hier wieder dran zu machen. Das Problem ist nur, die Teile gibt es auch hier an der hinteren Tür sowie hier bei der Scheibe dran und die sind gar nicht so leicht auszubauen. Und haben uns überlegt, wir werden diese Teile hier am Wagen folieren und den dann hier quasi separat folieren und wieder montieren, sodass dann alles gleich aussieht. Auch weil wir das selbst noch nie gemacht haben und gerne mal neue Sachen ausprobieren wollen. Das heißt, heute finden wir raus, kriegen wir es hin, können wir folieren? Wenn ja, ist das vielleicht ein Ding für die Zukunft, wir machen das öfters. Chris hat gesagt, er möchte es gerne mal probieren, deswegen überlasse ich ihm da gerne den Vortritt mit dieser Folie auf diesen Teilen. Einfach mal drauf. Einfach mal drauf. Ja, leg mal drauf jetzt, komm. Die Arbeitslampe wäre jetzt hier geil. Licht. Warte, kommt sofort. Bitte sehr. Ein Radl wäre jetzt noch geil. Eine Credit Card. Eine von deinen 5 Credit Cards kannst du hernehmen. Teamwork makes the dream work, meine Freunde. Jau. Ich sehe die Kommentare schon wieder. Gibt es nichts, was Chris nicht kann? Ich versuche alles. Die Antwort ist nein, es gibt nichts, was Chris nicht kann. Das ist unglaublich. Also klar, es ist kein Hexenwerk, so eine relativ gerade Fläche zu folieren. Aber ich meine, es ist mega spannend, auch mal zum ersten Mal hier zu folieren. Und schaut euch mal an, was das ausmacht. Cool. Wir haben ja lange überlegt, schwarz-matt oder schwarz-glanz die Anbauteile, genauso wie Lippe oder hier die M-Leisten, die noch kommen. Und wir haben uns, wie ihr seht, für schwarz-matt entschieden. Natürlich werden wir die Teile, die man lackieren kann, also die man abbauen kann, wahrscheinlich auch lackieren. Aber jetzt, wie gesagt, hier war das einfach das Problem, dass wir an die hinteren hier nicht gut rankommen. Und deswegen folieren wir die jetzt. Ich bin gespannt vor allem, wie es hier wird, weil da musst du ja quasi am Auto folieren. Wir bleiben dran und halten euch auf dem Laufenden. We'll be right back.
Aha. Und wie ist es so, die ersten Meter mit der neuen Innenausstattung zu fahren? Der Himmel ist einfach sexy. Der Himmel und, ey, jetzt, du hast ein weißes T-Shirt an, ne? Ja. Achtung, der Test. Nichts abgefärbt. Alles schwarz. Nee, Gott sei Dank nicht. Hat gehalten. Die Farbe bleibt drauf. Wir haben jetzt hier rausgefahren, um euch mal ganz kurz. Ach du Scheiße, die Scheibe, guck mal. Ja, das wird auch noch ein Ding. Wir müssen auf jeden Fall. Was nicht ausbauen möchte. Ja, sorry, aber ich meine, wir haben ein gutes Claypad. Ja. Wir haben Silikonentferner. Kriegen wir hin. Also Scheiben müssen auf jeden Fall noch sauber gemacht werden. Aber ich dachte, wir fahren jetzt mal raus, um euch den aktuellen Stand zu zeigen. Denn er stand jetzt relativ lang hier in der Halle unter der Vier-Säulen-Bühne, hat das Tageslicht recht lang nicht gesehen. Das wollten wir heute Abend noch schnell ändern. Wir haben jetzt hier die erste Seite bereits fertig, beziehungsweise Chris hat die erste Seite fertig foliert. Er ist da richtig aufgegangen in diesem Element. Und man kann echt nichts sagen. Sogar hier, wo es bereits eingebaut war, schön unter die Dichtung gekommen. Und ja, also die andere Seite müssen wir noch machen nächste Woche. Aber die erste ist jetzt mal fertig. Und ganz ehrlich, dieses schöne Matt-Schwarz mit dieser Farbe, eure Meinung gerne in die Kommentare. Hättet ihr das Glanz gemacht oder findet ihr auch matt besser? Weil wir werden die restlichen Teile natürlich auch dann anpassen müssen noch. Aber bevor ich jetzt lange rede, macht euch erstmal schnell einen Eindruck von dem neuen Innenraum für unseren E36 Touring. Everything is on me, gon' back it up. Matter what. Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Ja, Chris, was meinst du? Kann man lassen, oder? Was ich mein? Was du meinst? Es wird kalt, also immer schön Pulli anziehen. Wenn es noch welche gäbe, ne, dann könnten wir jetzt noch ein bisschen Werbung machen. Wir werden auf jeden Fall möglichst bald wieder was produzieren. Wir versprechen euch natürlich, dass es mindestens genauso cool wird wie die erste Kollektion. Wir sind da jetzt wirklich mit Volldampf dabei, haben richtig Bock jetzt und deswegen, ja. Bleibt gespannt, gebt uns ein bisschen Zeit und dann releasen wir was Neues für euch. Jetzt geht es erstmal um den E36. Wir haben jetzt hier die Sachen foliert. Innenausstattung sitzt sich gut, sieht gut aus und ja, der Aufwand ist relativ groß. Also muss ich schon sagen, wir waren dieses Wochenende schwer beschäftigt, hier alle Sitze komplett so hinzukriegen. Auch das Schleifen und Polieren ist sehr, sehr zeitaufwendig. Deswegen ist das Projekt jetzt so ein bisschen, ja, es braucht viel Zeit für so Sachen, aber wir wollen es ordentlich machen und deswegen nehmen wir uns die Zeit auch. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche was Neues reißen. Nebenbei natürlich zu diesem Projekt. Der wird hier auch noch vollendet, klar. Aber ja, wie so oft es ist, wir können die Finger nicht stillhalten. Also bleibt gespannt. Nächste Woche, Montag oder Donnerstag, mal gucken, wann ich es raushauen kann, gibt es dann ein paar News. Aber auch in diesem Video gibt es noch eine Information für euch. Ihr habt es vielleicht gesehen, die Heizung von unserer Halle, das klingt jetzt für manche vielleicht uninteressant, aber es ist für uns mega wichtig, die ist hinüber. Also sie ist kaputt gegangen. Ich habe alles zerlegt, habe die Filter neu gemacht, habe die Luftzufuhr neu eingestellt. Sie ist einfach im Arsch und das ist richtig scheiße, weil der Winter kommt und wir müssen hier drin ordentlich schrauben. Pass auf. Achtung, jemand, das geht jetzt gleich hier. Zündet nicht mehr, bläst nur noch raus und qualmt ohne Ende. Da haben wir jetzt keine Freude mehr und jetzt, wie gesagt, wo das auch weg ist, müssen wir uns umgucken nach einer Alternative. Also falls jemand was weiß, gerne melden. Vielleicht finden wir was und dann wird der Winter ganz angenehm, denn wir haben viel vor diesen Winter und das wäre natürlich geil, wenn wir das ohne Winterjacken machen könnten. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für diese Woche, bedanke mich, dass ihr dabei wart. E36-Projekt geht voran, auch wenn schleppend, aber wir wollen es einfach ordentlich machen, wie gesagt. Deswegen bleibt dran, wir sehen uns, macht es gut und ciao. Danke, dass ihr was gesagt habt. Ich hab dich nie angeguckt. Alter. Sehe ich das von hier unten? Jetzt habe ich die ganze Zeit mit diesem Ding hier auf dem Kopf gefilmt. Was hast du da drauf? Hä? Da? Ist das ein Rahmen aus Magnet? Da kann ich jetzt Filter drauf machen, wenn es zu grell ist in der Sonne. Ah. Habe ich doch erzählt, oder? Habe ich in Amerika mir gekauft. Ja. Wo in? In Amerika. Filter für die Linse. Maschallah. Nee, der Marvin schraubt gar nicht selbst. Immer macht das alles nur der Chris. Dass ich einfach immer die Kamera halten muss, damit die Leute überhaupt was angucken können, das sieht halt dann wieder keiner. Du, der eine kann reden, der andere kann arbeiten. Und was machst du dann?